Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, oder sage ich euch besser gesagt, wie man die Charaktere in Mario Kart Wii freischaltet. Zuerst Baby Luigi, dafür müsst ihr 8 Expertengeister schlagen. Quatsch, nicht schlagen, sondern freischalten. Dann Baby Daisy, dafür müsst ihr einen Stern Rang in allen Wii Cups von 50 CCM haben. Also Wii Cups sind die oberen Cups, also die mit den neuen Strecken von Mario Kart Wii. Knochentrocken schaltet ihr frei, indem ihr den 100 CCM Blood Cup schafft. Also ihr müsst ihn gewinnen, aber der Rang ist relativ egal. Und dann Toadette. Dafür müsst ihr jetzt auf allen 32 Zeitfahrstrecken irgendeine Zeit haben, egal was für eine. Aber ihr müsst eben eine Zeit haben. Oder ihr schaltet sie auch frei, wenn ihr 1000 Online-Spiele gewonnen habt. Dann Daisy schaltet ihr frei, indem ihr den 150 CCM Spezialcup gewinnt. Dann Bowser Jr. schaltet ihr frei, indem ihr einen Rang, also einen Sternrang in allen 100 CCM Retro Cups bekommt. Dann Diddy Kong bekommt ihr, indem ihr einfach alle Retro Cups von 50 CCM mal gefahren seid, egal mit was für einem Rang. Birdo bekommt ihr, indem ihr 16, also auf 16 Strecken Zeitfahren gemacht habt. Egal was für eine Zeit. Oder wenn ihr 250 Online-Rennen gewonnen habt. Dann König Buhu schaltet ihr frei, indem ihr den 50 CCM Sterncup gewinnt. Rosalina schaltet ihr entweder frei, wenn ihr im Spiegelcup einen Sternrang in den Wii Cups habt. Oder wenn ihr einen Super Mario Galaxy Save State habt. Schaltet sich Rosalina nach 50 Rennen, die ihr einfach so fahren müsst, auch von selbst frei. Dann Funky Kong schaltet man frei, indem man 4 Expertengeister freischaltet. Knochenbowser schaltet man frei, indem man einen Sternrang in allen 150 CCM Wii Cups hat. Dann Mii Outfit A schaltet ihr frei, indem ihr den 100 CCM Special Cup gewinnt. Und für Mii Outfit B müsst ihr alle 32 Expertengeister freischalten. Ja. Ich hoffe, euch hat das hier weitergeholfen und viel Spaß beim Freischalten. Ciao.